Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Block Network. Feed the Beast Unleashed. Und ja, das letzte Mal lief leider nicht so erfolgreich. Das ist. Aber ich habe mir jetzt nochmal so eben kurz die Herstellung für so ein Jetpack hergestellt. Und ich habe gesehen, dass ich aus Versehen schon das modifizierte Jetpack herstellen wollte. Und das ist mir dann doch eine Nummer zu groß, denn für das modifizierte Jetpack braucht man eine sogenannte Badbox und die ist wieder aus so vielen komplizierten Einzelteilen. Was wir jetzt in dieser Folge machen werden, ist, wir besorgen uns Kupferkabel. Und wie bekommt man diese Kupferkabel? Wir haben eigentlich schon das nötige Rezept dafür. Nämlich, wo haben wir es denn? Slime Balls. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Slime Balls da auch helfen, ansonsten müssen wir uns nach Slimes Ausschau halten. Aus denen wir dann sogenannte Sticky Resin, heißt das, glaube ich. Weiß gar nicht, was da die deutsche Übersetzung dafür ist. Oh, Eisen. Aber jetzt mal kurz schauen. Das kann man hier jetzt erstmal reinlegen. Wir brauchen Copper und das kann man eben nur aus irgendwie so Schleimbällen erstellen. Aber müssen wir jetzt mal Holz zum Brennen verwenden? So. Geht das? Nein. Schade. Wir brauchen Schleimbälle oder sogenannte Stick Resin, was auch immer das sein mag. Aber ich glaube, das ist so Baumharz oder so. Und daraus kann man dann Copper erstellen. Das, was angeblich ein ziemlich wichtiges Item ist für so ziemlich alle Items in Feed the Beast. Von dem her brauchen wir das wohl, dass wir da ein bisschen weiterkommen. Wir haben jetzt hier ein bisschen Eisen, deswegen würde ich mal vorschlagen, tun wir uns wieder ein bisschen Equipment zusammenstellen. In der Hoffnung, dass wir diesmal nicht so eine mongoloide Bauchlandung wie letztes Mal hinlegen. So. Haben wir hier jetzt Spitzhacke. Dann brauchen wir noch ein bisschen Holz. Da kann ich hier noch das nehmen, das sollte reichen. So. 8 Sticks, damit können wir jetzt so ein Schwert machen. Das packen wir da rein. Dann braucht man eigentlich zum Holzfällen was. Nee, sicherheitshalber machen wir jetzt noch eine Spitzhacke. Und ja, doch, dann könnte man noch eine Axt machen. So. Zack. Wunderbar. Will ich mal vorschlagen. Es ist noch Tag. Das wäre vielleicht mal. Ja. Was machen wir jetzt am besten? Genau, Essen haben wir keins mehr. Das heißt, wir müssten uns dann noch ein bisschen Fleisch grillen. Packen wir das mal hier rein. Okay. Schauen wir mal, ob man die Sticks auch zum Brennen verwenden kann. Aber ich glaube schon. Nee, ist da noch nicht drin. Dann brauchen wir hier Bretter, genau. Und es wird schon Nacht. Muss ich jetzt kurz warten, weil leider noch niemand da ist. Das ist. Okay, liegt. So, nächster Tag. Ja, genau. Könnte ich noch kurz momentan was erzählen? Ach ja, genau. Dürfte wahrscheinlich zu dem Video jetzt schon mittlerweile bekannt sein, aber wie die meisten vielleicht schon wissen, bin ich jetzt aus dem Team von Gomme ausgetreten. Denn es hat einfach nicht mehr so wirklich geklappt und wir hatten da ziemliche Differenzen. Und deswegen habe ich gesagt, mache ich nicht mehr mit. Und so ist das Ganze eben passiert. Ist leider schade, aber ich werde auf Cheater Server vielleicht weitermachen demnächst. Wann genau, weiß ich noch nicht. Erstmal werde ich jetzt so eine Pause mit dem ganzen Programmieren machen. Da ich momentan auch viel anderes zu tun habe, kommt schon Lammkeule. Wunderbar. Oder? Toll. Und Terminus öffentlich stellen werde ich natürlich nicht. Das hat einfach den Grund, da es immer noch mein Werk ist und ich natürlich möchte, dass das Spiel auch irgendwo so nicht zu einer Häufigkeit wird, sondern dass das auch andere spielen. Von dem her, vielleicht stelle ich es mal online, aber nee, momentan noch nicht. So, jetzt schauen wir mal hier weiter.
Außerdem ist das Ganze noch nicht so wirklich für so einfache Server konzipiert, weil Terminus war ja bisher nur auf einem riesigen Root drauf von Hetzner. Und da müsste ich wahrscheinlich, damit das auch auf so Nitrado-Servern läuft, müsste ich wahrscheinlich das ziemlich, ziemlich komprimieren. Und bis ich das mal hab, das kann noch dauern. Gehen wir mal hier weiter. Wir sind jetzt ja eigentlich gerade nur am Schweinefleisch sammeln. Ich frag mich, sollte ich es nochmal wagen, runterzugehen? Weil ich meine, das war jetzt letztes Mal wirklich keine Glanzleistung, aber ich sehe gerade, wir haben keine Fackeln dabei. Deswegen würde ich mal sagen, wir besorgen uns jetzt erstmal nur Vorräte. Und wow, ist das hier? Das ist definitiv ein Chunk-Fehler. Na, komm schon. Okay, Slash Home. Alter Schwede. Ja, so viel dazu. Können wir das Fleisch hier schon mal einlagern? Zack. Ja, dann würde ich mal sagen, produzieren wir Holzkohle. Zack. Haben wir hier Bretter. Hier Ding. Genau. Dann würde ich mal sagen, produzieren wir jetzt erstmal Holzkohle, damit wir uns nachher auch wieder Fackeln machen können. Dass wir uns so ein bisschen so für die nächste Ding. Oh, und da ist auch der Kollege. Und. Ach du Heil. Ach du heilige Scheiße. Was zur. Okay. Okay. Oh Mann, ey. Okay, scheint, ich muss noch einiges lernen. Ich frag den vielleicht mal. Hast du Kupfer? Vielleicht hat der ja ein bisschen was er mir abgeben kann. Lass uns mal. Alter. Ich kann nicht fliegen! Lauf bitte! Alter, die Rüstung ist ja mal ends nice. Oh mein Gott. Also. Oh Mann, hey. Statt 1. Ach, das ist. Ui, wo ist der jetzt hin? Okay, das scheint die Pro-Stadt zu sein. Wo bist denn du jetzt? Chef? Wo bist du? Okay. Wo ist denn der jetzt hin, der komische Darth Vader? Alter. Hallo. Ah. Oh. Das ist Stadt. Willst du mich verarschen? Jetzt bin ich in Stadt 3. Ach so, muss. Oh. Upsi. Das ist in Stadt 1er. Aber meine Aussichten auf Copper. Wem gehört denn das hier? Welches Grundstück ist denn das hier? Steht das hier irgendwo? Hier wohnt Lenny Suchtet. Scheint aber viel gemacht zu haben bisher. Rubber. Copper Ore. Copper Ore? Ah, da ist er wieder. Wo? Oh.
bist, desto latest death. Mir doch einfach die Koordinaten sagen, würde alles. Alter, was die teilweise hier an Zeug haben. Was ist das? Au. Au. Ey. Alter, hat der eine OP-Rüstung. Gehen wir mal hier lang. So eine Rüstung will ich mir auch machen. Da muss ich mal schauen, wie sowas geht. Ach, direkt hier. Zu Besuch bei der Voider. Schick eingerichtet. Moin. Eieiei. Lol. Upsi. Habe ich ihm aus Versehen sein Sicherheitssystem wahrscheinlich blockiert. 96k. Mein Fehler. Alter. Ah, der hat tatsächlich. Hammer. Und was gibt er mir dann noch mit? Ah, ein Rubber Tree Sapling. Ah, wunderbar. Da haben wir uns jetzt schon mal einen Großteil der Arbeit erspart, weil ich hatte jetzt nicht wirklich Bock, nochmal in diese vermaledeite Höhle zu gehen. Können wir jetzt mal /home eingeben. Wunderbar. Lagern wir das gleich hier mal ein. Dann, ich sehe hier gerade, wir haben Tin, wir haben Copper. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich die Copper-Kabel schon mal machen. Probieren wir das gleich mal aus. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Wunderbar. Das sind 6 Copper-Kabel. Da können wir das gleiche nehmen. Damit haben wir schon den ersten Teil erledigt. Jetzt brauchen wir Redstone. Und dafür müssen wir doch in die Höhle. Deswegen gehe ich jetzt noch mal ein paar Bäume fällen. Denn damit kommen wir unserem Ziel vom Jetpack schon ein kleines Stückchen weiter. Dann müssen wir jetzt erstmal schauen. Wo lang gehe ich? Hier lang. So. Wenn wir wahrscheinlich hier lang gehen. Es ist schade, dass man aus diesem riesigen Mammutbaum nichts machen kann, weil wenn die das aus so normalen Holz gemacht hätten, wäre das wahrscheinlich viel besser gewesen, aber es ist irgendwie so ein unverarbeitbares Holz. Aber hier sind wir jetzt schon mal fündig. Gehen wir jetzt gleich mal hier. Ein bisschen Holz füllen. Wir brauchen Rohholz, das wir dann zu Kohle machen können. Zack, zack. 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 So. Wunderbar. Gehen wir hier lang. Ich glaube, ich bin vom Thema abgekommen vorher. Genau, wir hatten doch gesprochen über meinen Ausstieg bei Gomme. Eigentlich möchte ich darüber auch nicht so viel. Und das wird schon Abendtag kommen. Ihr wollt mich doch verarschen. / home. Bett. Ja. Kohle ist ja schon produziert worden. Machen wir hier mal noch ein bisschen Holz rein. Legen wir uns auch rein. So, dann sind wir wieder wach und können frohen Mutes weitergehen. Da haben wir hier jetzt noch unser Fleisch, was wir jetzt mal kurz verarbeiten werden. Packen wir hier jetzt. Nein, eigentlich wollte ich das nicht. So. Haben wir jetzt hier die Kohle. Ich brauche jetzt das Fleisch nämlich dringend, weil ich
sonst nichts mehr zum Essen habe und das ist nicht so gut. So. Gehen wir hier lang. Sieht bisschen schön aus, unser Haus, ne? Also, ich finde, es hat schon was Extravagantes an sich. Können wir mal ja ein bisschen weiter bauen in der Zeit. Was können wir nicht verarbeiten? Dann klaue ich mir doch ein bisschen was davon, weil so viel Brennholz brauchen wir doch nicht. So. Dann würde ich mal sagen, damit das Ganze so ein bisschen so eine Rundung hat. So. 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 Zack, zack, zack. Können wir die Axt dafür nehmen. So. Hier noch. Hier noch. Dann klauen wir uns das Holz davon. Sieht nämlich eh scheiße aus, wenn das so ist. So. Dann können wir das hier noch machen. Und hier und hier. Machen wir hier noch Holz, was ein bisschen draußen steht. Gleichen wir das so noch aus. So, dann hat das schon mal mehr Hand und Fuß. Denn wenn hier die ganzen Monster und sowas kommen, will ich dann doch so ein bisschen hier so ein bisschen einen Schutz haben. Wo ich mich dann eben so ein bisschen verkriechen kann. Unser Fleisch ist fertig. Können wir wieder die Holzkohle reinpacken. Die muss jetzt natürlich ein bisschen machen. Deswegen ich jetzt mal schaue, wo könnten wir zu lang gehen? Wir könnten erstmal unseren Baum, den wir vom netten Dark King geschenkt bekommen haben, irgendwo hier pflanzen. Am besten am besten machen wir das gleich hier. So. Dann kann er hier schon mal pflanzen und gedeihen. Wir haben hier Amber. Dann würde ich mal sagen, was machen wir jetzt? Wir haben einen Kupfer. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Kupfer. Aber ich will jetzt noch nicht wieder zu den Betteln gehen. Deswegen brauchen wir alles. Genau, wir brauchen Redstone. Wir brauchen Redstone. Ja. Soll ich jetzt warten, bis da genug Kohle da ist? Mal schauen, wie viel haben wir jetzt eigentlich schon? Charcoal, Charcoal. Ja, eigentlich reicht es. Von dem her nehmen wir uns jetzt mal hier das Holz, machen daraus ein paar Stickies. Genau zu sein braucht man nur 12. Wir wollen ja kein Holz hier verschwenden. Dann packen wir das hier rein. Dann haben wir 48 Fackeln. Und ich denke, mit denen lässt sich schon leben. Zu essen haben wir auch. Ja, spricht eigentlich nichts dagegen, jetzt mal in eine Höhle wieder abzusteigen. So. Wir könnten jetzt natürlich wieder zu unserem letzten Punkt zurückgehen. Wobei ich mir da aber nicht so sicher bin, ob ich dann nochmal Lust habe. Das war schon eine ziemliche gefährliche Aktion. Wir könnten auch uns nach unten graben, aber das ist auch nicht so mein Fall. Deswegen. Schwer. Gehen wir einfach mal geradeaus und schauen einfach mal, wo wir hier was finden. Ich habe jetzt hier lange nicht mehr geschaut. Das ist hier dieser Dschungelbereich, ne? Ich frage mich, ob das alles eine Welt ist oder ob die alle unterschiedliche Welten haben. Aber so wie ich das sehe, ist das wahrscheinlich wirklich eine einzige Welt. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. So. So. Gehen wir mal hier lang. Okay, das klang vertrauenserweckend. Wir sind jetzt hier in einem Wintergebiet, aber das sah nicht. Oh. Da sehe ich doch schon was. Nee, das ist Amber.
Machen wir hier mal eine Fackel. Fackel, Fackel. Haben wir hier noch was Schönes. Das ist Monazit. Können wir mal bei der nächsten Folge schauen, wofür man den braucht. So. Das sieht hier doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Das müsste jetzt aber Copper sein. Ja. So. Wunderbar. Und Kohle finden wir hier auch noch. Das scheint doch schon... Jetzt habe ich mir selber das Licht ausgeblasen. So. Zack. Zack. Und zack. Und was haben wir hier? Das ist einer von diesen Ore-Berries. Der Aluminium-Ore-Berry-Busch. Vielleicht kann man das ja auch noch verfeuern. Müssen wir mal schauen. Okay. In der Richtung gibt es da noch was. Jo. Das ist so ein komischer Zauberstein. So. Watershard, genau. Haben wir auch wieder ein paar davon. Die nehmen wir uns auch mal mit. Okay, das fängt jetzt schon mal gut an. So, Kohle. Jawohl. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt ein Fehler ist, da runter zu gehen, aber gut. You only live once, YOLO. Zack. Erstmal hier das Wasser wegmachen. Kurz warten, dass das hier abläuft. Nochmal. Zack. So. Und da haben wir noch was Interessantes. Was ist das? Boah. Er hat mich beinahe genutzt. Uranium. Okay. Zack. Oh, hier werden wir fündig. Hier werden wir fündig. Uranium, Copper, Amber. Das ist eine nette Ausbeute. Da kann ich jetzt nichts darüber sagen. Das 8 Copper, 2 Ember, 1 Uranium. Es wäre mal ganz interessant zu wissen, was man alles mit Uranium machen kann. Aber gehen wir mal hier lang. So. 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 Haben wir das auch hier mal kaputt gehauen. Gehen wir da lang. Und ich höre Schweine. Also so weit unter der Erde kann ich gar nicht sein. Eisen. Auch ganz wichtig. So. Wunderbar. Dann würde ich mal sagen, da ist nichts. Okay, da scheint es aber auch... Oh. Da habe ich doch glatt hier nochmal Copper übersehen. Aber das Zeug scheint es hier in rauen Mengen zu geben. Ich dachte schon, das wäre wieder so ein scheiß Gravel. Das Zeug fliegt mir leider um die Ohren. So. Okay, damit hätten wir den Teil schon mal erkundet und ziemlich erfolgreich, muss ich sogar sagen. Ich meine, wir haben jetzt hier gerade mal 20 Copper in ein paar Minuten. Da ist ja auch schon der Schwein. Leise, leise. Hallo. Tot. Komm. Ach, willst du mich verarschen? Das hat sogar noch den Angriff überlebt. Du entkommst mir nicht. Zack. Na also. So. Gehen wir mal da weit. Autsch. Scheiße. Hier gibt es jetzt viele Schweine. Können wir uns mal ein paar nehmen? Erstmal so ein bisschen hier so kleinen Vorrat anzusammeln für die nächsten Expeditionen. Ich weiß ja nicht, ob es hier irgendeine Mod gibt, dass Schweinefleisch schlecht wird oder so, aber lieber das Zeug anlagern. Da kann nichts kaputt gehen dabei. Und hier ist eine Kiste und eine Truhe. Hat niemand gesehen. Ist nicht auf dem Grundstück gewesen. Hat niemand gesehen. Hat niemand gesehen. Und ich höre hier einen Zombie. Also nicht den Zombie. So. Es wird schon wieder dunkel. Habe ich gefressen, wenn ich dieses Geräusch höre, wo die Viecher 10 Tonnen weit unter mir sind. Weil eigentlich dürfte man die gar nicht hören durch die Felswände, aber trotzdem.
Ja, ich würde mal sagen, wir kehren jetzt schon mal zurück. Wir haben jetzt schon einige Beute gemacht. So. Das nehme ich aber noch mit mir. Da ist vor allem noch mal ein bisschen Copper. Das kann man ganz gut gebrauchen. So. 25 Copper. Ja. Dann gehen wir noch mal kurz. Oh, noch ein Schad. Den. Das Schwein verschone ich jetzt. Da bin ich so nett. Der gelbe Schad da oben ist mir wichtiger. Da wir jetzt bald dann schon auf einem ziemlich hohen Level sind, würde ich mal sagen, tun wir uns dann irgendwo an einem. Ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl. So. Tun wir uns dann an irgendeinem Zaubertisch bedienen. Tun dann. Wieso leuchten eigentlich Bienenstöcke? Kann mir das mal wer erklären? Noch ein bisschen Schweinefarm hier. Komm schon, kleine Schnitzel. Okay, jetzt ist es weg. Hier noch. Zack. Schweinefleisch. Und hier noch. So. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir kurz mal nach Hause. Fragen den Kollegen, ob er auch noch liegen will. Okay, dann lege ich mich hin. Schluck. Und dann ist alles gut. So. Wir haben jetzt hier Air Shard, wir haben hier Water Shard. Müsste ich eigentlich langsam mal so ein bisschen einordnen. Ich packe das jetzt erstmal alles hier rein. Die ganzen Ores, die kann ich wahrscheinlich verfeuern. Deswegen. Ich weiß nicht, was das ist. Was kann man denn damit machen? Scope. Es ist eine interessante Sache, aber keine Ahnung, woher das ist. Das ist. Ich habe das jetzt gefunden. Legen wir es einfach mal rein. Wenn es wer vermisst, dann können wir es ihm ja wiedergeben. So, okay. Ich mache jetzt hier mal einen kurzen Cut, weil ich wissen will, wie was es mit dem Uranium auf sich hat. Wir sehen uns dann gleich entweder wieder in der neuen Aufnahme oder wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer The Silent Horizon.